Hi, heute möchte ich euch verraten, was der beste Indikator für den Bitcoin ist, was das letzte große Fehlsignal und warum es in den letzten Tagen und Wochen immer wieder zu Marktmanipulationen im Bitcoin und auch in anderen Kryptoassets gekommen ist und ob ihr hier tatsächlich noch Chancen findet oder ob dieser Markt für die nächsten 20 Jahre tot ist. Damit schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute seht ihr den Bitcoin-Chart im Hintergrund hier mal im Linienchart dargestellt. Und ihr wisst ja, im Bitcoin ging es ganz schön zur Sache. Wir hatten in den letzten Jahren einen massiven Anstieg, waren bis zu 20.000 Dollar fast hochgelaufen. Dann kam dieser ominöse Bitcoin-Future und im Jahre 2018 haben wir über 80% verloren. Hier seht ihr nur die letzten 3 Monate und ihr merkt auch, hier im Oktober ging es ganz schön ab. Wir haben hier massive Kursverluste gehabt im Bereich von über 40%. Und da ist es natürlich für einen Trader spannend zu sagen, Mensch, das sind Bewegungen, die finde ich klasse, die möchte ich traden. Möchte euch aber auch davor warnen, mir ist es in dem letzten Jahr extrem schwer gefallen, den Markt hier gut zu analysieren und ich hatte auch in den letzten Wochen hier eine kleine Schulterkopf-Schulterformation als Trendumkehrformation ausgemacht, die leider nicht bestätigt wurde, sondern wo es entsprechend auch ein Fehlsignal gab. Und ihr seht auch hier unten, mein Lieblingsindikator ist gerade wieder in den negativen Bereich gedreht. Und da ist es natürlich gerade, wenn Signale nicht funktionieren, immer spannend zu hinterfragen, was ist denn in diesem Markt gerade los? Und wenn man fundamental liest, wenn man sich also wirklich ein bisschen mit der Bitcoin und der ganzen Blockchain dahinter beschäftigt, dann merkt man eigentlich, naja, so viel ist jetzt gar nicht passiert. Der Grund, warum der Markt hier 80% im letzten Jahr gefallen ist, ist vielleicht gar nicht so offensichtlich, außer einfach, dass hier eine extreme Marktmanipulation nach oben schon stattgefunden hat, weil eben sehr viele Interessenten in diesem Markt waren. Ein sehr großer Hype auch stattgefunden hat, der sich natürlich 2018 aufgelöst hat und jetzt in eine Situation führt, wo der Markt eben tatsächlich auch richtig manipuliert wird. Also wenn man in den einschlägigen Foren sich mal ein bisschen austobt, dann liest man immer wieder von Pump and Dump. Eine ganz spannende Sache, das kenne ich noch aus den neuen Marktzeiten, wo dann eben gerade so Penny Stocks auch mit Pump and Dump entsprechend ja, manipuliert worden. Und was bedeutet jetzt Pump and Dump? Das bedeutet einfach, dass man in Werten, die relativ wenig Liquidität haben, wo es aber immer noch so ein paar Fanatiker gibt, die eben in diese Idee der Aktie oder hier der Cryptocurrency verliebt sind, einfach sich dadurch locken lassen, wenn der Markt einfach mal einen Schuss nach oben nimmt. Also wenn es hier ein großes Momentum gibt, sogenannten Dead Cat Bounce. Wie gesagt, ich habe mich hier mit der inversen SKS auch reinlegen lassen, bin jetzt aber vorsichtiger geworden, denn hier solche Bewegungen, da denkt man, naja, 20% Gegenbewegung, jetzt geht noch mal was, die ganze Story ist ja gut, aber wenn man dann eben guckt, wie diese Bewegungen zustande kommen, sieht man, dass es in der Regel in ganz wenigen Minuten passiert, mit einem sehr, sehr, sehr geringen Volumen, also meistens auch zu Zeiten, wo der Markt gar nicht so wirklich gehandelt wird, also diesen Ausbruch aus dieser inversen SKS, den hatten wir zum Beispiel am Sonntagabend, wo natürlich sehr, sehr wenige Marktakteure nur da sind. Und das bedeutet für mich so ein Stück weit, dass dieser Markt manipuliert ist und dass ich jetzt wieder in meine Grundidee zurückgehe und mir den Indikator angucke, den ich als besten Indikator gefunden habe. Den seht ihr hier unten. Ich habe im letzten Jahr 23 Indikatoren getestet, habe also geguckt, welche Indikatoren und Oszillatoren liefern mir das beste Ergebnis. Habe das jetzt auch dieses Jahr überprüft. Die Ergebnisse waren nicht ganz so gut wie in meinem Backtest, aber immer noch deutlich besser als mit der Chartanalyse. Deswegen achte ich gerade auf dieses Signal auch wieder sehr stark. Und was ihr hier seht, ist einfach nur der Moving Average Konvergenz Divergenz, also der ganz normale MACD mit den Standardeinstellungen. Und da seht ihr, der hat hier zum Beispiel diesen Abwärtstrend sehr schön angezeigt. Natürlich seid ihr hier nicht gleich am Anfang reingegangen, aber wenn ihr eben hier auf die Trendfolge geguckt habt, dann habt ihr hier ein relativ schönes Signal gehabt, habt auch über 20% aus dieser Bewegung mitnehmen können. Zuletzt waren wir wieder long. Und vor 3 Tagen sind wir entsprechend mit dieser Bewegung nach unten, die auch wieder durch einzelne Kerzen im 3-Minuten-Chart zustande kam, aber trotzdem das Momentum gegeben haben. Und hier sind wir tatsächlich auch wieder short. Das heißt, für mich momentan meine inverse SKS-Formation muss ich auflösen. Das war ein eindeutiges Fehlsignal. Da muss ich jetzt entsprechend auch mein Stop-Loss ziehen. Die nächste Trendrichtung wäre für mich eher nach unten. Also ich würde jetzt hier schon auch auf den MACD gucken. Aber ich sage euch auch, bei diesen Bewegungen ist es natürlich ganz klar, macht nur eine ganz, ganz kleine Positionsgröße. Das ist momentan wirklich ein sehr spekulativer Markt, wo einzelne Bewegungen über 10% passieren können. Vielleicht gibt es ja auch nochmal eine kleine Konsolidierung, aber ich denke, die nächste Welle geht dann auch eher nach unten. Was ich mir immer anschauen würde, wäre der MACD. Und ich würde eben entsprechend auch auf diese einzelnen kurzen Bewegungen, wenn es mal 1-2 Minuten Charts irgendwie gibt, wo irgendwie 5 oder 10% passieren, würde ich nicht zu viel drauf geben. Ich muss ehrlich sein, ich habe mich da auch ein bisschen reinlegen lassen. Ich wäre da jetzt auch wieder ein bisschen vorsichtiger, weil
Wenn man sich mehr damit beschäftigt, merkt man eben, dass die Liquidität gerade sehr gering ist, dass eben hier wirklich schon Chartmanipulation oder sogar Chart-Engineering betrieben werden kann. Wie gesagt, am 6. Januar haben wir das gesehen. Und ihr seht jetzt hier den logarithmierten Chart. Das finde ich gerade bei solchen großen Bewegungen auch deutlich besser. Ihr seht den Unterschied logarithmiert zwischen linear. Es ist einfach deutlich angenehmer, hier sich auf den logarithmierten Chart auch zu verlassen, weil dann eben diese Prozentbewegungen ehrlicher dargestellt werden. Ihr kennt das ja, wenn sich eine Aktie halbiert, also wenn ihr 50% verliert, braucht ihr mindestens 100%, ehe ihr wieder auf dem Einstandswert seid. Also die Aktie muss sich dann verdoppeln. Und dieser logarithmierte Chart, das könnt ihr unten einstellen bei TradingView, zeigt euch das ein bisschen ehrlicher an. Also, to sum up, sozusagen nochmal als kurze Zusammenfassung. Es gab ja einige technische Fehlsignale, gerade aus der Candlestick-Analyse. Deswegen wäre ich vorsichtig. Wie gesagt, momentan geht es hier um das Thema Chartmanipulation und Chartengineering. Diese inverse SKS, hier war die Schulter, der Kopf, die Schulter, hat nicht gut funktioniert, war ein klares Fehlsignal. Auch weil der Ausbruch einfach am Sonntagabend, dem 6. Januar, stattgefunden hat, war wahrscheinlich nicht die beste Zeit, um sich da auf Chart zu verlassen. Worauf ich aber gucken würde, gerade hier im Tageschart, ist nach wie vor der MACD. Wie gesagt, solche größeren Trendbewegungen kann man nicht so leicht manipulieren, wie vielleicht einzelne Candles, wo man dann mal einen Hammer zaubert im Stundenchart oder vielleicht auch mal einen technischen Ausbruch generieren kann. Sondern ich würde mich hier wieder auf die Trendfolge verlassen. Und wenn ihr im Bitcoin noch aktiv sein wollt, seid euch bewusst, das ist hier momentan ein absoluter Fallen Angel. Also es ist unwahrscheinlich, wenn nicht sogar unmöglich, dass wir in den nächsten 10 Jahren hier wieder 20.000 Dollar sehen. Ist vielleicht eine Bewegung, die auch nach unten noch nicht abgeschlossen ist. Wenn ihr also da aktiv seid, dann bitte nur mit ganz kleinen Positionsgrößen. Denn das ist, wie gesagt, ein Markt, der sehr stark schwankt, wo man super aufpassen muss und wo sich selbst Profis die Finger verbrennen. Und wie gesagt, die BaFin und auch die Bundesbank, all die großen Institutionen haben ja auch davor gewarnt, diesen Markt zu handeln. Kein Institutioneller ist mehr dabei. Auch diese ganzen Ideen mit den BTCs, also mit den Bitcoins, ETFs sind alle verworfen worden. Das ist momentan wirklich ein richtiger Zockermarkt, wo ganz wenig Angebot bei wenig Liquidität den Markt eben hier entsprechend nach unten treibt oder eine Nachfrage am Sonntag, den 6. Januar, den Kurs auch mal um 10% nach oben. Also wenn ihr dabei sein wollt, guckt auf den MACD, seid vorsichtig. Es ist super spannend, es ist auch spannend, die ganzen Hintergründe beim Bitcoin zu lesen, aber ich denke, der große Boom ist vorbei und man kann den Markt zwar noch spielen, er ist natürlich auch unkorreliert zu allen anderen Assetklassen, aber wie gesagt, kein leichter Markt, trotzdem auch ein spannender Markt. Und wenn ihr Lust drauf habt, auch wieder ein Video zum Bitcoin zu bekommen oder auch noch Fragen oder Anregungen habt, wie gesagt, ich bin hier in dem Markt wirklich auch kein Experte, aber ich bin natürlich auch dabei, ständig dazu zu lernen. Und wenn ihr Ideen zu dem Markt habt, wenn ihr mehr dazu haben wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare, gebt mir gerne auch einen Daumen nach oben, abonniert mich, dann kann ich hier zu diesem Markt auch mehr machen. Ich finde es total interessant, sich da auch reinzulesen. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich was anderes, da habe ich auch nicht die Erfahrung wie bei Aktien, bei Renten, bei Währungen. Das ist halt etwas, wo man sich neu anlernt, wo man eben entsprechend auch neue Ideen bekommt. Trotzdem sehr spannend, gerade eben, wenn man diese Manipulation auch mal nachliest und auch merkt, wie machtlos eigentlich eine SEC ist, die da langsam jetzt zwar auch gegen die Manipulation und dieses Pump and Dump vorgehen möchte, aber sich noch schwer tut. Und es ist spannend zu sehen, wie es da die nächsten Wochen weitergeht. Und es ist natürlich immer cool, Bewegungen von 10% zu haben, aber natürlich am besten in die Richtung, in der man auch investiert ist. Und damit wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Freue mich, dass ihr das Video geguckt habt. Wie gesagt, gerne den Daumen nach oben, gerne auch abonnieren und bis bald, euer André.